Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part, zum 10. Part, jawohl. Wir haben 10 Parts, aber wir haben schon über 60% des Spiels geschafft, also gar nicht mal so übel. Ja, es ist kein besonders langes Spiel, wie gesagt, ihr habt ja gesehen am Anfang, meine alten Spielstände, etwas mehr als 5 Stunden habe ich jeweils gebraucht. So, wie gesagt, hier habe ich schon im letzten Part erzählt, ist eine, und ja, übrigens, falls wir abstufen sollten, da sind natürlich da unten Stacheln. Schwierige Stelle. Okay. Genau, einer lässt die Dings runter, die Brücke, und einer. Aber erster Versuch geschafft, gar nicht mal so übel. Weil ich glaube, das geht auch auf Zeit. Okay, das war nicht schlecht, Freunde. Beim ersten Versuch gleich, und ein weiterer Sand für uns. Und hier bist du gleich. Oder nicht? Nee, ich dachte, hier kommt nur noch ein Kampf. Okay, hier aktivieren wir Fallen und hier. Ja, oh, guck mal, Moment, und hier. Aha, hier ist eine Plattform. Und hier. Hier wird sich wahrscheinlich irgendwo eine Tür öffnen. Genau. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Au! Verarscht. Seid ihr da? Weil kann man hier etwa... Nee, wollte ich sagen, kann man hier die Wand um... Ich glaube, jetzt schaffen wir das schon nicht mehr. Oder? Mann, diese scheiß Klingenfalle. Achso, jetzt ist er auch noch tot. Ja, natürlich. Aber wie lang ist denn das scheiß Ding? Ja, wir sind noch gerade so durchgekommen. Ich muss mal meinen Lautsprecher ein bisschen, meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Genau, jetzt sind wir hier in diesem Badbereich. Ich bin hier! Wo seid ihr? Bleibt aus! Ich komme zu! Wo wir erstmal wieder kämpfen müssen. Auf engstem Raum. Ja, natürlich. Der beamt sich einfach mal weg. Ich hasse es. Ich hasse Gegner, die sich beamen können. Ist das Schlimmste, was die Videospiele... Was die Videospielindustrie je erfunden hat. Ach komm. Mann, nimm doch mal deine Scheißwaffe raus, Prinz. Weil man kommt sich, also mir geht es zumindest immer so, man kommt sich immer so dermaßen verarscht vor, man... Ja, natürlich. Mann, du Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ich versuche alles, um auszuweichen, und der scheiß Prinz macht einfach nichts, ey. Weil ich komme hier immer so verarscht vor. Ach so. Ja, man versucht. Mann, du sollst. Das gibt's doch nicht, ey. Mann, du sollst deine Waffe rausnehmen.
Oh, sag mal, ey. Er will die nicht aufsaugen, ja. Mann, das gibt's nicht, diese scheiß Idioten hier, ey. Mann, du sollst nicht immer zu deiner Waffe wegstecken. Immer wenn ich ausweichen will, steckt er stattdessen seine Waffe weg. Ja, komm doch mal her, dass ich gegen dich kämpfen kann. Hier kommen noch mehr. Komm noch her, scheiß Fotze. Oh, wo ist er denn jetzt? Hallo? Na endlich, ey. Mann, ey. Einmal trinken jetzt. Da kommen noch mehr natürlich. Ja, ich sehe nichts. Danke, Spiel. Mann, du sollst die Waffe rausnehmen. Warum steckt der Idiot immer so die Waffe weg? Verstehe das nicht. Ja. Mann, das gibt's doch nicht. Warum saugt der die nicht auf? Was ist das für eine Scheiße, ey? Du sollst nicht die scheiß Waffe wegstecken. Gibt's da ja nicht, ey. Was ist denn los jetzt mit dem Prinz, ey? Mann, wie viel gibt's denn hier noch? Ja, jetzt kämpfen wir hier, wo der scheiß Speicherpunkt ist. Aber das müssen gleich alle sein, weil der Speicherpunkt ist ja schon deutlich sichtbar, also. Kommt mal noch neue, natürlich. Da irgendwo läuft noch einer rum, da hinten. Mann, du sollst nicht rollen, du sollst von der Wand abspringen. Ja, warte mal nicht, was er soll. Wenn er rollen soll, dann steckt er seine Waffe weg. Und wenn er von der Wand abspringen soll, dann fängt er an, umher zu rollen, ey. Na endlich, ey. Oh. Ja, wie gesagt, die Kämpfe werden natürlich, desto länger das Spiel dauert, immer heftiger und so weiter. Und ich finde, ehrlich gesagt, schon nicht mehr komisch hier diese, in diesen, ja, ganz ehrlich, also, so, warte mal, wir müssen jetzt, hier gibt es jetzt Durchgänge. Ich speichere mal kurz. Ich glaube, hier kommt gleich noch ein Kampf, wenn wir Farah finden, die ist hier gleich irgendwo. Genau, hier kann man irgendwo wieder eine Wand durchbrechen, Schalter betätigen. Ja, eine große Statue einer nackten Frau. Ja, wir sind bei 62% jetzt schon. Also jetzt natürlich schon wieder 1 oder 2% mehr. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. So. Ja, wenn es... Schöne Kamera. Die Kamera zeigt die so und mit einmal schwenkt sie um und ja, man rennt wie blöd wieder in den scheiß Checkpoint drin oder irgendwas. Ja, den holen wir uns natürlich auch noch, den Sand. Und hier war ja der Hebel, den haben wir auch schon gesehen in der Vorschau. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Durch diesen Vorhang, genau. Ja, seht ihr, ihr hört schon. Wo seid ihr? Bleibt dort, ich komme zu euch. Die Typen sind schon wieder da. Ich bin hier drin. Ja, hier ist Sue. Moment, ah ja, hier. Genau, ich kann auch noch was kaputt machen. Moment, hier ist der Sand, den wollen wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen.
öffnet uns da hinten einen Weg, okay. Ja, wie hat die Kamera, wenn die Kamera blöd umswitcht, ist das auch immer eine Katastrophe. Man geht in eine Richtung, die Kamera switcht um. Da ist sie, seht ihr? Und sie hat Probleme. Man geht in eine Richtung, die Kamera switcht um und plötzlich geht man wieder in die andere Richtung. Wenn man Pech hat und gerade an der Falle vorbei ist, dann fällt man vielleicht drin oder so. Und muss nicht sein, meiner Meinung nach. Muss absolut nicht sein. Hier ist gleich der nächste Sand. Sehr schön. Hier noch irgendwas? Nee. Ja, soll es dann in das Loch mitgehen? Ja, Arsch, du. Helf mir! Hier? Nee. Ja, wir müssen hier erstmal helfen, glaube ich, bevor wir hier groß was erforschen. Was habt ihr so lange gemacht? Wir lange lang gekämpft. Ja. Ey, Prinzmann. Ja, wie gesagt, die Kämpfe werden immer ausufernder und immer mehr Gegner. Ja. Ihr seht, der Punkt ist noch wenig sichtbar. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum er jetzt so eine komische Zeitlupenaktion aktiviert hat, aber ja, ihr seht ja, wie sieht ihr immer bestimmte Gegner an, aber wie gesagt, das kann sich manchmal einfach ohne bestimmte ändern, dass oder dass halt irgendein anderer Gegner halt dazwischen fuchtelt, der halt gegen bestimmte Angriffe halt immun ist, zum Beispiel halt über Kopflaufangriffe und selbst wenn ich nicht über seinen Kopf gelaufen bin. Ja, natürlich. Oh. Waren scheinbar noch nicht alle. Ja. Ja, was soll denn? Das würdest du mal bitte mit einem Gegner kämpfen? Würdest du mal bitte mit einem Gegner kämpfen und nicht mit der Luft? Hallo? Ja, also das gibt's da ja nicht, ey. Das gibt's nicht, er macht nicht die Aufsaugeaktion. Na endlich. Wir sehen aber hier wieder alle jetzt voll. Ja, aber würdest du mal bitte mal. Das gibt's nicht, ha. Das gibt's nicht, ey. Ja, mach nicht, was man ihm sagt. Das gibt's da ja nicht. Na gut, bitte. Ja, das gibt's nicht, ey. Noch mehr, ey, gibt's ja nicht. Ja, ihr seht, die biebt einfach her und ich kann nicht mehr den scheiß Move machen. Sag mal. Und aus dem Grund hasse ich Gegner, die sich. Hallo! Au.
Aus dem Grund hasse ich Gegner, die sich beamen können, ey. Nur ich glaube, das dürfte jetzt endlich gewesen sein, jawohl. Mein Gott, nochmal, ey. Ja, eine automatische Speichersequenz. Ja, wieder die Kämpfe werden. Ja, jetzt kommt eins der interessanteren Rätsel, ein Spiegellichträtsel. Ja, das ist wirklich sehr faszinierend und sehr umfangreich. Was jetzt kommt, wir kommen jetzt in eine, tut mir leid, Bibliothek. Ja, wir wollen speichern. 65%. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Geliebter, bitte lass mich nicht allein. Wie habt ihr mich gerufen? Das ist ohne Belang. Wichtig ist, dass ich weiß, wie wir den Turm der Dämmerung erreichen. Natürlich, die Sanduhr. Nun gut, aber bleibt diesmal bei mir und seid vorsichtig. Kann ich den ganzen Tag auf euch acht geben. echte Gentleman, oder Freunde? Ja, ich glaube, er mag sie trotzdem. Und am Ende des dritten Teils, The Two Thrones, Prince of Persia, The Two Thrones, werden wir ja sehen, wie die Geschichte ausgehen mag. Und hier sind wir, glaube ich, gekommen. Moment mal, war hier noch irgendwo eine... Nee, scheinbar nicht. Mann, was ist hier so ein scheiß Loch im Boden? Ja, hier irgendwo? Ich glaube, hier war nichts weiter. Okay. War hier hinter dem... Nee. Ich glaube, dann können wir hier weggehen. Dann haben wir jetzt hier alles. Ja, ihr habt ja die Vorausschau etwas gesehen. Wir kommen jetzt in eine Bibliothek gleich. Auch ein sehr... Achso, da war ja was mit dieser Statue. Ach ja, richtig, man muss die Statue wegschieben, damit sie da durchkommt, glaube ich. Genau, und dann kann sie jetzt den Weg öffnen. Nun, worauf wartet ihr? Ich habe Angst. Was, wenn ich in Gefahr gerate und ihr mir nachjagen müsst? Bitte. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja. Oh, prima. In diesem Fall. Ja, Frauen. Das Tor ist offen. Ich habe Angst, was, wenn ich in Gefahr gerate? Hier nochmal. Hier drüben! Da seid ihr ja. Ja, seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalten? Mal durch so ein Loch gekrochen. Gut, schon gut. Ja, und hier, meine Freunde, geht's los. Das klassische Spiegel-Reflexionsrätsel. Hier ganz neue Dimension annehmen wird. Und ja, hier war, glaube ich, ihr habt richtig gesehen. Ah nein, hier muss man die Wand durchbrechen für das Spiegelrätsel. Das werden wir alles gleich sehen. Wir müssen erstmal wieder eine Runde kämpfen hier. Diese Typen, die rot und blau Hose haben, was natürlich nochmal lustiger wird, weil man sie halt unterschiedlich bekämpfen muss. Ja, natürlich, ey. Oh, ich hasse das.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr langer Kampf hier. Warum funktioniert das manchmal nicht? Nein, du sollst nicht an ihm oder an der Wand, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Ja. Das waren noch nicht alle. Manchmal macht das einfach nicht. Es ist einfach eigentlich eine ganz einfache Kombination. Man muss nur drei Tasten drücken. Springen, rechte Hand schlagen, linke Hand schlagen. Aber manchmal funktioniert es irgendwie nicht. Weil er manchmal, wenn wir falsch verkehrt springt oder... Natürlich, und natürlich die Sprungrichtung muss natürlich auch bestimmen, ob er gegen die Wand oder gegen den Gegner springen soll. Wie ihr ja wisst, die blauen Gegner kann man halt nicht überspringen. Nicht an den grauen blauen Gegner kann man nicht hochlaufen, die blocken einen sofort ab. Nein, das war immer noch nicht alles scheinbar. Ja, wie gesagt, sehr ausufernde Kämpfe. Ja, natürlich. Zack. Ja, sie blockiert ihn hier schön. Au! Hilfe! Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was ist denn jetzt los, ey? Jetzt verändert er... Ah, ich glaube, das war jetzt der letzte, oder? Jawohl, oh. Ja, meine Freunde, ein wirklich heftiger Kampf. Ich weiß gar nicht, hätte ich jetzt eigentlich... Nee, hätte ich nicht mal. Na gut, vielleicht doch, aber... Diese... Aber es kommen noch ein paar Kämpfe. Es sind noch lange nicht alle. Diese superschnelle Attacke, die man einsetzen kann halt. So. Hier ist eine verschlossene Tür. Ich glaube, im Großen und Ganzen geht es nur darum, diese Tür zu öffnen. Ich weiß nicht genau. So, hier haben wir den Spiegel, der wirft Licht dahin. So, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal... Farah, geh doch mal bitte weg. Ja, auch sowas ist eigentlich völlig unnötig. Dass Non-Playable Characters NPCs genannt... Nicht geträumt. Sich einfach irgendwo hinstellen, dass man einfach nicht mehr weitermachen kann, dass man irgendwelche Objekte nicht mehr schieben kann oder weiß ich was, ja. Ihr Königreich wurde unterworfen. Sie hat nichts mehr, niemanden, der sie beschützt. Sie braucht mich. Ich kann es in ihren Augen sehen.
Alles, was ich tun muss, ist, ihre Hand zu nehmen. Und sie ist mein. Warum rede ich eigentlich mit mir selbst? Bin hier oben! Ja, hier am Boden sieht man so eine zerkratzten Stelle. Ja, und hier müssen wir jetzt natürlich die Wand kaputt machen. So, der Spiegel, genau, der soll das Ganze da... Ja, hier können wir die Spiegel nicht drehen. Da kommt dann hier... Ja, da ist eine Statue in dem Sockel versteckt. Nein, wir haben es noch lange, 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 lange nicht geschafft. Ah doch, tatsächlich, wir kriegen noch ein Schwert. Es gibt später noch ein ganz, ganz mächtiges Schwert, aber hier kriegen wir, wie ihr seht, noch eins. Ja, hier war halt, wie gesagt, die Statue in dem Sockel irgendwie versteckt. So, ich muss mal kurz gucken, dass wir hier nichts verpassen. Hier gibt es auch Sand in dem Raum, aber ich glaube, da müssen wir... Ach, da ist ein Speicherpunkt. Okay, Freunde, ich werde jetzt hier erstmal speichern, weil der Raum dauert doch etwas länger. Hier ist viel Kletter-Action und so weiter gefragt und wir haben schon wieder... über 25 Minuten, also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Prince of Persia. Auf Wiedersehen.